Çeviren emperyalistlere ve sömürücülere karşı bundan tam bir yıl önce Ekim ayaklanmasını ortaya çıkartan Iraklı emekçilere, halklara, gençlere ve kadınlara selam olsun. Workers Against Sektaryenizm'de mücadele eden yoldaşlarımızla Orta Doğu'nun kaderini birlikte değiştirebiliriz. Yaşasın Sosyalist Orta Doğu! Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Maurizio, faccio parte dell'ExOPG Sopazzo, un'organizzazione sociale basata a Napoli e di potere al popolo. Il 1 ottobre si terrà il primo anniversario della rivoluzione d'ottobre irachena. Nelle proteste sociali ci hanno affascinato e motivato sia il protagonismo dei giovani nelle piazze, sia le rivendicazioni che sono pure le nostre, cioè la fine del sistema politico corrotto e settario, la fine dell'interferenza straniera ed imperialista negli affari iracheni, il più giustizia sociale, opportunità lavorativa e sicurezza per il futuro. Abbiamo seguito da vicino il lavoro territoriale e di controinformazione prodotto dall'organizzazione Workers Against Sectarianism ed esprimiamo massima solidarietà alle compagne e ai compagni iracheni in lotta. Il futuro sarà nostro. في ذكرى الاحتجاجات والانتفاضة في العراق التي قامت في تشرين الأول الماضي نظهر نحن في الشباب في شمال وشرق سوريا تضامننا مع انتفاضة الشباب ونشجعهم على مواصلة العمل والنضال كما نعلم ونعمل نحن في روجافا شمال وشرق سوريا فإن الشباب هم طليعة الثورة وروح الشباب تقود الثورات في كل مكان إلى النجاح Ich bin Maya Tschumi, ich bin Filmregisseurin aus der Schweiz und ein Teil vom Redaktionsteam von Revolt Mag in Berlin. Seit letztem Oktober verfolge ich ununterbrochen, was im Irak passiert und die Oktoberrevolution und bin fasziniert und inspiriert von den Platzbesetzungen und vom Raum, wo sich die irakische Jugend genommen hat, zum Einstehen für mehr Gerechtigkeit gegen Kapitalismus, Neoliberalismus, gegen das konfessionalistische Regierungssystem und für eine bessere Zukunft. Und besonders solidarisch bin ich natürlich immer auch mit den Frauen, die sich auf dem Platz bewegt haben und für ihre Bedürfnisse und ihre Rechte eingestanden sind. Ich möchte meine ganze Solidarität ausdrücken für die Arbeit von Workers Against Sectarianism, die sehr viel beitragen, dass wir hier in Europa informiert werden über Protest. Go on! Hi, ich bin Jakob aus Leipzig und ich finde die Kämpfe im Irak unglaublich beeindruckend. Und wenn ich Berichte darüber lese, dann finde ich es eigentlich meist unvorstellbar, wie mutig die Leute sind und wünsche ihnen weiter alles Gute für den Kampf und dass der Kampf auch irgendwann Früchte trägt und Solidarität mit den Workers Against Sectarianism und der Kampf geht weiter. Hi, Comrades. On the anniversary of the October uprising, we want to salute the Iraqi people struggling against the repressive and sectarian regime and the Workers Against Sectarianism group. In times of the global crisis, we need more solidarity, international solidarity, more than ever our fight for social freedom. Best regards from Turkey.